So, hallo, gerade rechtzeitig, dass der Part dann auch noch rechtzeitig kommen kann. Sind wir am Starten des Spiels erstmal wieder bei Isaac Repentance angekommen. Und ich habe mein Bläschen an der Zunge, denn es war ein Bläschen an der Zunge. Ich weiß nicht, ob ich es in den letzten Parts erzählt habe oder nicht. Größtenteils losgeworden. Ja, deswegen ist es jetzt auch wieder leichter aufzunehmen. So, ab und zu merkt man es noch ein bisschen. Also es ist noch nicht perfekt. Aber wir sind auf einem guten Weg. Zum Glück habe ich drei Folgen aufnehmen können. Am Wochenende war es echt enorm unangenehm und jetzt war ich gestern in der Apotheke und habe mir erstmal so ein Gel für den Mundraum sozusagen geholt, ne, wo man das dann so ein bisschen, ja, betäuben kann. Und ja, das geht dann jetzt ganz gut so. Okay. Aber falls ich trotzdem zwischendurch mal kurz ein bisschen stiller bin, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es gerade wieder ein bisschen zieht und ich einfach die Klappe halten muss. So. Ja, wir haben letztes Mal mit Lilith den Lilith-Mode geschafft und kommen jetzt zu. Oh Gott, ist das Keeper? Das wird Keeper sein, ne? Better Shops, Greed is good. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was uns bei Tainted Greed ja erwartet. Der normale Keeper ist ja schon schwierig genug. Und wenn es so ist wie hier, dass der jetzt auch noch schwieriger wird. Ich meine, Better Shops? Keine Ahnung. Bessere Items im Shop? Weiß ich nicht. Ich meine, hier im Greedia-Mode gibt es eh alles im Shop. Also fast alles. Und Greed is good. Gierig sein ist gut. Was immer das bedeuten mag. Wir werden sehen. Also offenbar hat man ganz normal wieder seine zwei Herzen am Anfang, seine zwei Münzen. Und einen vierfachen Schuss. Okay. Okay. Der ist ja schon mal nicht schlecht. Und Items kosten Geld. Alle. Greed is good. Oh mein Gott, ich brauche jetzt nicht nur Geld für. Oh mein Gott. Ich kriege jetzt nicht mal die Basis-Items. Hi. Ich bekomme jetzt nicht mal die Basis-Item. Aber das Herz hier ist gerade zum Fliegen geworden. War das schon immer so? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht. Ich hab eine Bombe, aber was nützt mir effektiv jetzt eigentlich die Bombe? Geil. Was nützt mir effektiv die Bombe, wenn ich einen Schlüssel bekomme und der Schlüssel ist dann der führt mich in den Itemraum und ich kann den Itemraum nicht nutzen. Oh Gott! Also kann ich jetzt gar nichts mir holen. Also dann muss ich immer. Ich meine, der Vierfachschuss ist schon nice. Keine Frage. Uah! Es geht weg! Was? Wait, what? Wait, wait. Oh, jeder Gegner gibt Geld. Okay. Zu dem normalen Geld geben alle Gegner. Oh Gott. Okay, dann kriegt man aber. Oh mein Gott. Okay, also normale Münzen, das ist wie mit den Herzen bei Tainted Maggie. Das ist wie mit den Herzen bei Tainted Maggie.
die Gegner spawnen Herzen. Aber die... Ja, und die gehen halt sofort wieder weg. Okay, aber nicht immer. Auch nicht immer. Auch nicht immer. Auch nicht immer. Hä? Ich hab E gedrückt. Hä? Ich bin mit der Maus rausgeklickt, glaube ich. Ups, ach, ich hab da unten... Hab ich das Ding an? Nee. Hä? Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Das war ja gerade weird. Okay, also zum Glück sind die normalen Münzen bleiben. Aber puh. Was gibt's jetzt hier im ersten Ding überhaupt? Ich glaube, von Better Shops werden wir jetzt noch nichts merken. Ich glaube, von Better Shops werden wir jetzt noch nichts merken. Weil hier ja sowieso alles Mögliche im Shop ist. Aber wahrscheinlich ist im normalen Dings dann auch in Shops cooles Zeug drin. Jetzt muss ich aber zu jedem Gegner nahe hin. Falls der... Falls der dann auch noch Münzen spawnt. Ja, aber das ist ja voll riskant. Ja, ach du Scheiße. Ich will das Geld einerseits haben, aber andererseits gehe ich dabei drauf. Oh, dang it. Aber, wait a moment. Das bedeutet ja auch, ich meine, das ist ja für ihn die Energie. Das ist ja für ihn die Energie. Wenn er getroffen wird, braucht er ja eine Münze zum Heilen. Oh mein Gott. Das habe ich ja komplett verdrängt. Das ist ja auch für ihn die Energie. Das heißt ja aber, man kriegt relativ schnell seine Energie wieder. Man muss jetzt nur schnell eine Münze einsammeln und schon hat man seine Energie ja wieder. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt auch nicht so gut. Ich brauche ganz schnell eine Münze. Danke, das war schon wieder dumm. Nein! Oh, ich... Da, okay, Greed ist nicht gut. Greed ist nicht gut. Ich wollte die Münze haben, weil die war schön bunt. Ah, verdammt. Okay. Gib mir das gleich, bitte. Oh nein. Oh, das... Oh Gott. Oh, das wird furchtbar. Oh, das wird richtig furchtbar. Jetzt irgendeiner von denen... Ist keiner von denen speziell, ne? Aber ich probiere es trotzdem. Ja, never mind. Oh, das wird richtig, richtig voll. Okay. Ich muss nachschauen, was das bei Tainted Greedia, Tainted Keeper macht. Ich muss unbedingt nachschauen, was Birthright bei Tainted Keeper macht. Falls es implementiert ist. Nearby coins dropped, move towards you quickly. Okay, Magneteffekt. Wird gekauft. Oh, das wird sowas von gekauft. Weil es kann ja sein, dass es nicht implementiert ist. Dann hätte ich es nicht gekauft. Und das werde ich hier nicht ausprobieren. Ich werde hier nicht 15 Münzen ausgeben für etwas, was mir dann am Ende nichts bringt. Aber das wird sowas von gekauft. Sobald ich es mir kaufen kann, wird das gekauft. Nein, da oben war so eine... Oh Mann. Ach stimmt, er hat auch gar nicht das Start-Item, was... Oh ja. Er hat auch gar nicht das Start-Item, was der andere... Boah, aber dann kriegt man mit ihm ja echt schnell Geld zusammen. Also, man kriegt mit ihm schnell Geld zusammen, aber man stirbt mit ihm auch schnell. Also, es ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert. Oh, Himmel! Okay, ich lasse die Hauptmünze mal da oben liegen. Für den Fall, dass ich getroffen werde, dass ich da ganz schnell hinwuseln kann. Mann, ich will das ganze Geld, was hier... Oh Gott, jetzt wird hier gleich... Oh nee, so viel Geld! Ich komme nicht ran! Oh mein Gott, das tut so weh, das alles liegen zu lassen. Gib mir... Mann! Nee! Oh nee, ich brauche Geld. Oh, so viel Geld! Oh nee! Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut für meine... Nein! Okay, die sind alle fest. Nein, die will ich noch nicht einsammeln. Die will ich haben. Nein!
Scheiße! Ich komm nicht. Das wird nicht. Da, ich werd so. Oh Gott! Ich will doch das ganze Geld haben! Greed ist überhaupt nicht gut. Warum sagt der Greed ist gut? Mann, ich wollte mir das Birthright kaufen. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. So viel Geld jetzt. Her damit. Aber ich muss wirklich... Oh Mann, die dürfen sie so schnell weggehen. Aber ich muss wirklich... Wieso habe ich jetzt nur 4 Münzen? Da war noch eine große Münze mit dabei. What the heck? Wie sind da... Hä? Verliere ich irgendwie schneller Geld, wenn ich getroffen werde? Oder was ist... Was ist... Hä? Was habe ich schon wieder verpasst? Ich hätte doch jetzt mehr Geld haben... Ich meine, ich weiß, dass wenn ich getroffen werde und dann Münze einsammle, dass die nicht als Geld zählt, sondern halt als Heilung in dem Fall. Aber das ist doch, es war doch. So war es doch nicht. Also so war es doch wirklich nicht. Oder war es so? Muss ja so gewesen sein, sonst wäre es ja nicht... Ich muss hier oben bleiben bei meinem Geld. Ich muss, sobald ich getroffen werde, muss ich Geld einsammeln. Ja, gib mir das alles, gib mir das alles. Oh mein Gott, ja, so viel Geld. Oh Gott, Geld ist alles bei ihm. Also Geld ist wirklich alles. Oh mein Gott. Okay, wir sind in der letzten Phase. Wir sind in der letzten Phase. Wir können gleich sowas von einkaufen. Nein. Nein. Aber es sind dann... Oh nein. Die Engel-Items sind dann auch, ne? Dann ist... Nein, der Engelraum ist dann auch... Ist dann auch ein riesiger Shop, oder? Bestimmt. Es ist dann alles ein Shop. Es ist dann alles ein Shop. Bestimmt. Hundertprozentig. Oh Gott, der Engelraum wird ein Shop. Oh nee. Oh, kein Geld. Okay. Geld. Das sollten doch jetzt nochmal Münzen sein, die wir safe bekommen. Oh mein Gott, das war super riskant. Das war viel zu riskant. Was habe ich für einen Blödsinn wieder gemacht? So, jetzt erstmal hier. Ich bin gespannt, wie viel die Bosse geben übrigens. Ich bin sehr gespannt, wie viel die Bosse geben. Ist es jetzt überhaupt sinnig, einen Schlüssel zu... Ich kaufe jetzt mal einmal einen Schlüssel. Ein einziges Mal. Aber hier ist doch jetzt eh ein... Okay. Das ist jetzt aber tatsächlich sinnvoll, weil ich muss über die 999... Also ich muss über die 100 kommen können. Ich werde über die 100 kommen, wenn ich wirklich gut spiele. Dann ist das aber wirklich sinnvoll, aber nicht jetzt. Jetzt brauche ich für den nächsten Kampf erstmal ein HP ab. Ich hoffe, er kriegt ein HP ab. Ich hoffe es sehr, weil das ist das Wichtigste bei Keeper gewesen. Wieso?
gibt es für ihn Wieso gibt es für Keeper HP-Ups zu kaufen, wenn sie nichts bringen? Das war jetzt ja komplett dumm. Also komme ich mit ihm nicht über die zwei Herzen, ja? Ja, aber das war jetzt ja komplett bescheuert. Bin mal gespannt, wie viel Münzen die Bosse geben. Okay, das Coole ist, das ist ein Boss, der... Wait. Wait. Ich könnte den voll nutzen. Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, ich könnte den eigentlich voll nutzen zum Münzen farmen, aber dann war er schon weg. Ne, weil der spawnt ja Fliegen. Die hätte ich einfach spawnen lassen sollen. Und dann halt ihn machen lassen. Der spawnt leider, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Der kann nur schießen. Was soll mir recht sein, wenn es ein leichter Boss ist? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich seine Münzen kriege. Yes. Und jetzt muss ich trotzdem erstmal das hier kaufen. Weil ich weiß ja nicht, wie weit mein Geld irgendwann reichen wird. Ich will das auf jeden Fall noch haben. Ja, das ist jetzt so dumm. Das ist jetzt... Na komm, wir probieren hier zu sprengen. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn Fliegen rauskommen, Spinnen rauskommen, die könnten mir ja... Die könnten mir ja Geld geben. Eine Münze noch. Ist so frech, aber die Bosse, der Boss gibt mir jetzt zumindest nochmal Geld. Und auch er hier, ne? Ich könnte jetzt hier Spinnen spawnen lassen und erstmal Geld farmen. Ist aber natürlich riskant. Nein! Da war so ein großer! Oh Mann! Nein! Nein. Okay, 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 okay. Wir brauchen jetzt aber ganz schnell noch eine Münze. Sonst bin ich tot. Kein Gegner. Nein, kein Gegner. Dann kommt die Münze erst beim nächsten Start. Ah, kritische Momente. Bedeutet aber auch, ich kann mit Keeper erstmal nicht in den Stachelraum. Also unter gar keinen Umständen. Ich glaube, gib mir Geld schnell. Oh. Meine, ich krieg direkt eine Münze, wenn ich hier starte. Aber ich habe halt Angst, dass ich irgendwo reinlaufe. Das ist das. Oh, cool. Eine Münze. Just what I needed. So, ich hoffe, hier kommen Gegner. Weil dann kriege ich Geld. Und wir wissen jetzt schon, HP-Up können wir nicht kaufen. HP-Up bringt uns gar nichts. Das ist super frech gewesen. Das mit dem HP-Up ist super frech. Wo soll ich denn wissen, dass der keine drei Leben hat? Wo soll ich das denn wissen? Ich meine, ich habe jetzt einen Schlüssel, aber ganz ehrlich, ich... Was will ich? Naja, gut, es könnte trotzdem ein cooles Item sein. Ich muss nachgucken, was da drin ist. Ja, richtig cooles Item. Werde ich auf jeden Fall für 15 Münzen kaufen. Nicht. Alter.
So, unbedingt das Geld hier oben wieder liegen lassen. Aber das Gemeine ist, ich darf jetzt auch nicht so quer durch die Gegend schießen. Naja, ich muss durch die Gegend schießen. Ich werde halt trotzdem nicht alles Geld kriegen, was dann hier so übrig liegen bleibt. Das ist so... Ah, gib mir das! Weil natürlich schieße ich dann jetzt irgendwo hin und treffe Gegner. Und normalerweise wäre ich froh, wenn sie kaputt sind. Aber so bin ich halt dann doch nicht ganz so froh. Weil das leider bedeutet, dass ich nicht ihr Geld bekomme, wenn ich sie gerade in dem Moment kaputt mache. Gut, aber... Ha! Nein! Ja! Oh Gott, der war so wichtig. Der war so wichtig, den zu holen. Nein! Geld, 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 Geld! Oh Gott, das war knapp. Ihr müsst weg, ihr müsst weg, ihr müsst weg, ihr müsst weg, ihr müsst ganz schnell weg. Ihr müsst alle ganz schnell weg. Ihr blöden, dreckigen Wandviecher. So, da drüben an der Seite können sie ruhig bleiben. Da ist nichts. Ich bleibe erstmal hier und habe hier meine Ruhe vor denen. Alter, sobald wir eine 7er Reihe im Shop haben, sobald wir eine 7er Münzenreihe im Shop haben, sind wir sowas von safe. Dann haben wir so viele Sachen zum Kaufen. Aber die Reihe müssen wir erstmal kriegen. Aber wir sind schon wieder in der Endphase. Wir sind schon wieder in der Endphase von diesem Kampf. Ein Steam Sale wäre insane. Ein Steam Sale wäre insane in diesem Modus. Die eine Münze, da liegt ein bisschen zu gefährlich, die nehme ich jetzt nicht. Was ich auf jeden Fall will, ist das hier. Tiersub ist super wichtig für ihn. So, und jetzt ist hier aber eigentlich schon vorbei, ne? Hier ist eigentlich schon vorbei. Ich werde jetzt hier nichts weiter kaufen. Ich werde jetzt hier nichts weiter kaufen. Weil das ist Quatsch. Ich behalte jetzt mein Geld, vor allem falls der Engelraum kommt. Falls ich den Engelraum jetzt kriege, behalte ich also, ne, weil ich das HP habe, will ich nicht kaufen. Ich werde jetzt auch nicht das Geld opfern zum Rerollen. Nee, wir werden jetzt so kämpfen. Und das Geld hier, die hier kann ich schon mal liegen lassen, die Münze. Dann habe ich schon mal eine Möglichkeit, wenn es schief gehen sollte, mich zu heilen. Ich meine, da oben liegt jetzt auch nochmal Geld. Das ist halt so frech, dass das Geld wieder weggeht von denen. Das ist so frech. Dadurch ist man so... Nein! Gottes Willen. Dadurch ist man so gehetzt, unbedingt das Geld zu holen und wird erst recht dann getroffen. Das ist so kritisch. Und hier könnte ich jetzt auch wieder, ne? Ich könnte jetzt hier auch sagen, okay, komm, hau die Viecher raus. Gib mir erstmal, die sollen mir erstmal Geld geben. Ich könnte hier richtig viel Geld farmen, so. Das ist das Ding. Und ich komme ja über 999, also ich komme ja über 100. Nicht über 99, aber über 100 komme ich. Oder spawnen die einfach nach einer Weile kein Geld mehr. Weil gerade spawnen sie alle kein Geld mehr. Das ist so ein Ding. Ah, der hat wieder Geld gespawnt. Ja, ich soll's lassen, das wird mir zu riskant. Scheiße. Nein! Ach so, ich habe registriert, muss ich ganz kurz loswerden. Ich habe registriert, dass ich diese Karten Ace of vor allem in Räumen nutzen soll, wo viele Gegner sind, weil auch die Gegner verwandelt werden zu den jeweiligen Objekten. Ich habe das registriert. Ich werde das in die Tat umsetzen. Das ist jetzt zum Beispiel was, das werde ich mir nicht holen. Was will ich damit? Krieg 3 Bomben. Nice.
Und das schwarze Herz, was man da eigentlich... Siebener Reihe. Siebener Reihe. Siebener Reihe. Hier ist eine siebener Reihe. Wir müssen jetzt Geld holen. Wir müssen jetzt richtig viel Geld holen. Jetzt. Nicht später. Jetzt. Wir müssen in dieser Ebene richtig viel Geld holen, um die siebener Reihe hier aufzukaufen. Dann geht's los mit Box und was auch alles dahinter kommt. Ich werde alles kaufen. Die komplette siebener Reihe werde ich leer kaufen. Ah, scheiße. Ja, gib mir... Nein! Nein! Mann, ich habe schon wieder 5 Münzen verpasst. Ich könnte so kotzen. Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott, dieser... Oh mein Gott. Das werde ich... Ich werde diesen Modus jetzt nur einen Part lang spielen. Das ist auch was, das muss ich mir aufheben. Das ist was, das muss ich mir aufheben. Das macht mich... Das macht mich... Da drehe ich ja durch. Da drehe ich ja durch. Allein die Vorstellung, dass ich eine 20er Münze oder so nicht einsammeln kann, die tut mir jetzt schon. Die macht mich jetzt schon mental komplett kaputt. Ich meine, so eine kleine Münze nicht bekommen, okay, das ist die eine Sache. Aber eine 20er Münze nicht bekommen. Und wir hatten vorhin schon, oh mein Gott, so viele Münzen. Gegner. Also, die werden aber zu Münzen. Aber im Moment wird die ganze Zeit getroffen und dann kriegt die Münzen gar nicht. Ist auch dumm. Ich hab's nicht eingesammelt. Ich brauch das Geld. Ich brauch das Geld zum Heilen. Hilfe. Oh Gott. Aber ich komme gerade gar nicht weiter. Ich komme gerade gar nicht voran. Ich kann gar nicht alles. Ich Hilfe. Nein. Boy. Ich meine, was man hier natürlich machen könnte, wäre mit einer Münze die Geschichte erstmal zu stoppen. Nein! Ich muss da rankommen! Nein! Ich laufe da auf. Wieder siebener Reihe. Wieder siebener Reihe. Wäre die Geschichte einmal zu stoppen. Ich wollte gerade sagen, wir werden jetzt einfach immer rerollen, bis nur noch siebener Reihen da sind. Also bis die erste siebener Reihe da ist, weil ohne siebener Reihe starte ich jetzt schon gar nicht mehr. Habe ich gar keinen Bock drauf. Oh mein Gott, wir können es direkt kaufen. Wir können das erste Item direkt kaufen. Ich gucke aber vorher, was es hier unten gibt. Okay, bin ich schon wieder ganz ehrlich, eigentlich ist es gar nicht so sinnig. Es ist ein Lack-up und es gibt halt zwei Schlüssel. Gut, die Schlüssel könnte ich für Truhen zumindest nutzen. Das ist der Dad's Key. Ja, gut. Ja gut, weiß jetzt nicht, ob der so sinnvoll ist. Yo, Chaos sehe ich gerade jetzt erst. Chaos wäre natürlich auch eine Geschichte. So, aber der Slow-Effekt ist schon mal richtig nice. Also komme ich... Das ist so scheiße, dass bei denen... Ja, genau. Dass bei denen die Dinger mit rauskommen. Aber ich meine, ich muss den Key sowieso kaufen, weil ich will... Ich muss ja... Ich brauche ja weiter... Nee! Ich brauche ja weiterhin die 7er Reihe. Ich muss die 7er Reihe ja fertig kaufen. Und wenn ich rerolle, dann kann daraus wieder eine 15er Reihe werden. Das will ich ja nicht. Ich will ja alles aufkaufen, was in der 7er Reihe drin ist. Und dann kaufe ich lieber halt ein Item, was ich vielleicht nicht brauche. Und dafür kommen danach ganz viele, die ich brauchen kann. Oh, wenn das Geld nicht weggehen würde, das wäre so viel besser. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen, es gibt ja diesen coolen... dieses coole Birthright, dass die Dinger dann zumindest zu einem hinkommen, was super praktisch ist. Aber das muss man halt auch erstmal das Glück haben, dass das wieder im Shop auftaucht.
Aber klar, wenn man es liegen bleiben würde, dann wäre man viel zu schnell wieder geheilt. Es ist schon verständlich, dass es... Nein! Nein! Es ist schon verständlich, dass es weg muss. Es ist schon verständlich, dass es weg muss. Ah, fuck. Entschuldigung. Mein natürlich. Mist. Ja, auch das ist doch jetzt schon wieder Quatsch. Ist doch ein HP ab. Brauche ich schon wieder nicht. Okay, keine 7er Reihe. Wenn jetzt hier nichts Brauchbares drin ist, bin ich raus. Ciao. Gutes Item. Gutes Item. Auch wenn es natürlich nur das, nicht das HP ab jetzt ist, aber gutes Item. Ja, schön. Ach komm. War sogar ein guter. Naja. Gut, wir haben einen Schlüssel bekommen. Können wir auch reingucken. Bringt mir effektiv jetzt gar nichts, ne? Oder bringt jetzt blaue... Ich glaube, das bringt dann blaue Fliegen. Aber will ich das dann für 15 kaufen? Nee. Das ist halt auch wieder Schwachsinn. Aber leider keine 7er Reihe. Machst du nix. Jo, aber wie scheiße wäre das eigentlich jetzt, wenn wir... im späteren Verlauf dann immer nur an 99 Münzen rankommen. Stimmt ja, ich habe jetzt ja keinen Cap mehr. Ich habe ja wieder einen Cap nach oben. Ich bin jetzt ja wieder bei 99 voll. Und ich kann ja die nicht liegen lassen. Da sterbe ich vor Schreck. Brauche ich nicht. Ich kann die Dinger ja nicht liegen lassen. Nee, das ist ein Scheißanfang. Ich kann die Dinger ja nicht liegen lassen. Die Münzen. Ich kann ja nicht sagen, okay, ich lasse die liegen und hole sie mir später. Okay, das ist auch ein scheiß Anfang. Ach ja, komm, geh heim. Ich werde nur noch anfangen. Ich werde nur noch anfangen mit entweder gutem Item hier. Das wäre ein gutes Item. Oder mit 7er Geschichte oben. Ich glaube, ich werde... Nein, ich glaube, die 7er Geschichte oben ist mir wichtiger als hier ein gutes Item. Das muss hier schon ein super gutes Item sein, dass ich das mache. Okay, nee, ist keine 7er Geschichte. Nur dumme... dumme Dings. Aber ich kann mal den Geheimraum suchen. Weil hier kann auch schon mal nichts sein. Da ist auch nur einer zum Sprengen, das lohnt sich nicht. Könnte hier sein. Oder könnte hier sein. Ja, aber jetzt hier mal das Beispiel, hier reingehen, ist, ich krieg hier keine Münzen hier drin. Also das kann ich vergessen. Da müsste ich hier drin Gegner kriegen, dass ich hier wieder rauskomme. Das ist viel zu riskant. Ich meine, man kann am Anfang eigentlich reingehen und gucken. Geil. Hier könnte ich auch eine Münze rausbekommen. So, oder auch nicht. Ja, aber na, das kann passieren und jetzt komme ich wieder raus. Okay, dann kann ich eigentlich doch diese Räume besuchen. Vor allem am Anfang. Vor allem am Anfang in der ersten Runde könnte ich das machen. Ich meine, jetzt spiele ich eh nicht weiter, weil ist hier dumm. Aber das könnte ich am Anfang der ersten Runde machen. Ich kann hier reingehen. Und wenn halt, ja, so wie jetzt, wenn es halt so wie jetzt ist, habe ich Pech gehabt. Dann kann ich noch hier gucken. Und dann war es das. Das kann ich machen. Cool. Komme ich aber auch nicht mehr raus. Ach ja. Geil. Das war die falsche.
Super. Nee, ich glaube, hier drin ist nie was Brauchbares, oder? Naja, doch, okay. Jetzt könnte ein Item hier drin sein und dann hat sich's schon gelohnt. Geiles Item auf jeden Fall. Okay, aber noch... Ach, stimmt da alles hier. Kacke, was ist das denn hier? Kannst du behalten, den Dreck. Ja doch, aber hier könnte am Anfang ein Item drin sein und dann lohnt sich's. Okay, ich kam jetzt sogar ohne Probleme wieder raus. Aber hier ist keine 7er Reihe. Nee. Nix. 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 Kann überhaupt am Anfang hier was Brauchbares drin sein? Ich weiß es gar nicht. Aber ich meine, normalerweise können in den Dingern ja auch Sachen drin sein, ne? Also... Range Up Tears Down, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so geil war. Okay, das ist schon mal nichts zum Kaufen. Ich glaube, da kann schon ein Item drin sein am Anfang, oder? Also eigentlich kann ich gratis reinlaufen, gucken und wenn es scheiße ist, halt so wie jetzt, resetten. Ärgerlich wird's, wenn die erste Truhe geil ist und die zweite gibt mir keine Münzen zurück. Ja, so wie jetzt, ne? Also die erste Truhe war jetzt nicht geil, aber stellt euch vor, die erste wäre jetzt geil gewesen. Das meine ich. Okay, jetzt bitte eine coole Truhe. Jetzt bitte eine geile Truhe. Bitte eine 7er Reihe wenigstens. Das ist alles Schwachsinn hier. Das ist alles Schwachsinn. Ja. Okay. Oh, ich komme. Ach so. Okay, ich dachte schon, ich komme nicht raus. Gut, das Problem ist jetzt natürlich. Jeder Hit killt mich jetzt erstmal, aber. Ich brauche ein HP ab. Ein HP ab brauche ich. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Nee, ich glaube, das war keine gute Idee. Nee, ich glaube, das war... Ich glaube, das war effektiv gar keine gute Idee. Weil jetzt ist natürlich... Jeder Treffer mein Tod. Aber sobald ich halt ein HP bekomme, ist wieder alles gut. Und wir haben dann halt Leben. Ich meine, wir haben die Leben jetzt erstmal. So, das kann ich jetzt ja trotzdem nutzen. Dann oh mein Gott! Das meine ich. Wenn ich so eine Münze nicht kriegen würde, ich würde so heulen. Jetzt wäre es gar nicht so schlimm zu sterben. Nicht, dass ich es... Oh! Nicht, dass ich es vorhätte. Aber es wäre halt nicht so schlimm. Weil wir ja mit dem Geld, was wir haben, respawnen. Und dann einkaufen können. Na, das meine ich. Oh, allerdings starten wir jetzt bei 2 von 11. Naja, gut, dann ist es natürlich nicht so gut. Okay, das ist ein Tears-Up, das würde ich mir trotzdem holen, auch wenn der Zusatzeffekt mit den Fliegen natürlich jetzt nicht so, ne, also nicht so effektiv ist. Dann würde ich jetzt trotzdem mal gucken, was es für ein Item im Dings gibt, weil die anderen Items, die hier jetzt sind, sind nicht so nice. Bringen mir nicht so viel. Das ist jetzt die Almond Milk, ne? Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. Das ist die Almond Milk. Wir haben nichts zu verlieren. Let's go. Na, ich meine, let's try it. Keine Ahnung. Wir haben nichts zu verlieren. Also. Das könnte durchaus, gerade für den Greed Mode, könnte das durchaus eine coole Geschichte sein. Wichtig ist jetzt halt ein HP ab. Na, dass ich nicht sofort mit einem Treffer tot bin.
Und das, ich muss jetzt rerollen, bis ein HP abkommt. Ich brauche ein HP-Up, unbedingt. Das hier ist alles nix. Meinst du, soll ich mit die... Nee. Ja, okay, da ist dann eins, da ist dann eins. Eine Münze und wir kriegen ein HP ab. Und dann ist, muss ich halt durchhalten. Weil das Ding ist natürlich immer, wenn ich sterbe, habe ich wieder nur eine Münze. Was dann natürlich auch nicht so ganz Sinn der Geschichte ist. Ja, das ist klar. Scheiße. So, aber jetzt habe ich eine Möglichkeit, mit dem HP-Up durchzustarten. Genau. Und die muss ich jetzt nutzen. Die muss ich jetzt nutzen. Wenn ich wieder sterbe, dann ist halt wieder Kacke. Weil dann brauche ich erst wieder ein HP-Up, bis ich wieder die volle Energie habe. Aber so jetzt kann ich natürlich jedes Mal, wenn ich getroffen werde, versuchen, an eine Münze ranzukommen. Ich meine, jetzt kommen da oben ganz viele Münzen, so, ich kann es nicht ändern, ich komme an die jetzt halt nicht ran gerade. Aber wir haben ja nichts zu verlieren, so, wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht. So, let's try it. Ich glaube, hier mit ihm ist die Almond Milk tatsächlich eine richtig geile Geschichte. Mit ihm ist die Almond Milk eine richtig geile Geschichte. Und jetzt habe ich ja auch noch hier Münzen rumliegen, die konstant bleiben. Oh mein Gott, es gibt so viel Geld. Ah, schade. Okay. Ja, da war eine große Münze dabei, aber ich kann es nicht ändern. Na, ich habe sie nicht mehr erwischt. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Gibt Schlimmeres, gibt viel Schlimmeres. So. Tiersub ist noch nicht ganz oben. Es würde sich lohnen, noch einen Tiersub nachzukaufen. Das machen wir. Wir kaufen noch einen Tiersub nach. Jetzt sind wir bei 5,08. Jo, das wäre nochmal ein Tiersub. Aber ich weiß nicht, ob das dann jetzt nochmal so cool ist. Wage ich zu bezweifeln. Aber was macht es jetzt mit dem Boss hier? Ja, viel Schaden machen wir nämlich nicht. Also für die Bosskämpfe ist sicherlich nicht... Für die Bosskämpfe sicherlich nicht das Geilste. Vom Dings her. Ne, da müssen wir schon wieder ordentlich an Damage rankommen. Also, also für die Bosskämpfe müssen wir schon wieder ordentlich an Damage rankommen. Das ist so nix. Aber ich muss schön bei meinen Münzen bleiben in der Nähe. Ja, genau deswegen. Aber dann haben wir es mal probiert. Dann haben wir es mal probiert mit der Almond Milk. Grundsätzlich glaube ich nicht verkehrt. Grundsätzlich glaube ich nicht verkehrt, wenn man da wieder ein bisschen Damage dazu bekommt. Dann ist das nicht verkehrt. Und ich meine, der Anfang war jetzt mit der Dead Cat. So, es war jetzt einfach nur so einer von diesen vielen... Hey, ich probiere es einfach mal. Once. Warum nicht? Scheiße. Problem ist, jetzt haben wir wieder kein HP ab. Das ist das Problem. Gebt es jetzt überhaupt nochmal hoch des Tiers ab? Ich meine, ich hau den Damage jetzt noch weiter runter, wenn ich das kaufe, ne? Yo, auf 13 irgendwas. Okay. Okay, alles klar. Ja, das macht deutlich mehr Damage aber dadurch. Interesting. Problem ist halt nur hier, ich muss jetzt eine von den Phasen schaffen, sonst kann ich immer wieder beide Bosse ansetzen. Und ich kann mich halt nicht mehr heilen. Also er muss jetzt draufgehen. Fuck. Er muss draufgehen, dann starten wir zumindest beim Monstro wie das nächste Mal.
Der geht nicht drauf. Jetzt. So, damit haben wir jetzt die Monstrophase, denke ich, die andere Phase, denke ich, geschafft. Selbst wenn wir jetzt sozusagen jetzt drauf gehen, dürfen wir nur noch beim Monstro nochmal starten. Okay, oh mein Gott. Es ist so kritisch, wenn man kein HP-Up hat. Wir brauchen ganz dringend einen HP-Up wieder. Wir brauchen ganz dringend wieder einen HP-Up. Aber hier kriege ich keins mehr, ne? Ne, hier ist vorbei, hier ist vorbei. Mit HP-Up. Hier ist vorbei. Nützt mir alles nix. Dazu jetzt halt... Nein, ich war nicht schnell genug. Erst zum Kotzen. Dazu jetzt halt das Sacred Heart. Das wäre natürlich insane. Also wir müssen auf jeden Fall für den nächsten Engelraum... Sollten wir zum nächsten Engelraum kommen, was ich natürlich hoffe. Sollten wir zum nächsten Engelraum kommen, müssen wir auf jeden Fall... Hier kaufe ich jetzt nichts mehr. Ich kaufe jetzt nichts mehr, weil ich hoffe auf HP-Up in der nächsten Ebene. Sollten wir zum nächsten Engelraum kommen... Ach, hier war ein Speed-Up. Nee, brauche ich nicht. Sollten wir zum nächsten Engelraum kommen... Entschuldigung, dass ich zum fünften Mal meinen Satz anfange. Aber sollten wir zum nächsten Engelraum kommen, hoffe ich auf ein Sacred Heart und muss mein Geld aufheben. Ich muss genug Geld dabei haben für den nächsten Engelraum. Ganz, ganz wichtig. Okay. Ich gucke jetzt erst hoch in den Shop, ist klar. Ich gucke jetzt erst hoch, weil vielleicht ist eine 7er Reihe am Start. Okay, da ist ein Damage-Up. Was machen wir jetzt als erstes? Nee, ich muss das... Oh, scheiße. Soll ich erstmal versuchen zu kämpfen und wenn ich auf über 15 Münzen komme, dann habe ich ja schon die Möglichkeit, das nächste Mal das HP-Up zu kaufen und kann es dann erst kaufen. Und wenn ich durchkomme, dann habe ich es ja eh geschafft. Oder soll ich jetzt das HP-Up kaufen und habe dann aber nicht... Nein, 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 nein. Wir kämpfen mit dem höheren Damage. Das ist besser. Das ist besser. Hoffe ich. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung und ihr hättet das auch so gemacht. Ich weiß, jetzt kann ich mich halt nicht heilen, ne? Ist klar, ich muss jetzt gut kämpfen. Aber ich bekomme halt... Also mein Ziel ist halt, selbst wenn ich jetzt drauf gehe, dass ich dann genug Geld habe fürs HP-Up und dann habe ich beides. Und ich denke, mit dem höheren Damage komme ich jetzt schneller an Geld und besser an Geld als ohne. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, ich kann das Geld eigentlich da oben jetzt auch gleich einsammeln, weil ich es ja eh nicht zum Heilen nutzen kann. Shit. 19 passt aber. 19 passt, ich kann heilen, ich kann heilen. Heilen, sag ich schon. Ich kann HP abnutzen. So, jetzt haben wir 2 Münzen. Sollte sich eh gefüllt haben, aber zur Sicherheit. Oh, wir starten wieder bei 1 von 11. Scheiße. Oh, wir starten wieder bei 1 von 11. Das ist kritisch. Darauf habe ich nicht geachtet. Das ist Dreck. Okay. Hilft nichts. Aber ich glaube, wenn man mal mit Keeper in dem Modus ist, dass man wirklich richtig viel kaufen kann, dann hat man ständig so schnell das Geld wieder zusammen und auch zum Heilen. Ich glaube, dann ist das gar nicht so schlecht. Ich glaube, dann läuft das gar nicht so schlecht. Also ich glaube wirklich dadurch, dass man halt sofort wieder seine Energie zurückbekommt, wenn man getroffen wird. Mit Glück. Na, natürlich nicht immer. Muss ein bisschen Glück dabei sein. Scheiße. Aber in den meisten Fällen klappt es halt ganz gut. So, was machen wir jetzt? Wir rerollen, wir rerollen, wir rerollen. Weil jetzt habe ich wieder kein HP ab. Ne? Jetzt muss ich wieder eigentlich auf HP ab hoffen. Ja, da wär's. Aber ich brauche 2 Münzen.
brauche 2 Münzen mehr. Shit. Shit. Wie viel Leben habe ich noch? Habe ich noch 1? Oh mein Gott. Ich kann es mir kaufen. Aber wir sind wieder bei 1 von 11. Was? Wieso habe ich denn die erste Phase nicht geschafft? Welche Gegner sind denn das, die ich nicht... Oh mein Gott. Welche Gegner sind das denn? Die paar Spinnen habe ich nicht erledigt? Weil normalerweise startet man doch... Also wenn man die Phasen schafft, geht es dann nicht in der nächsten höheren weiter, wo man noch nicht... Habe ich echt die Spinnen bisher noch nie besiegt? Das wäre ja richtig dumm. Das Problem ist, durch die Element Mix sehe ich teilweise halt auch nichts mehr. Aber wenn ich ein bisschen aufpasse, dann räume ich auch schnell genug. Oh mein Gott! Ja, die Element Milk ist so strong gerade. Die ist halt super gut, aber das Problem ist... Ja, ihr seht's ja. Muss euch nicht erzählen, was das Problem ist. Aber im Moment habe ich meine 2 Herzen, ne? Müsste passen. Müsste passen mit 2 Herzen. Und wir sind in der letzten Phase. Okay, 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 okay. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Das Geld, was ich jetzt habe, werde ich für den Engelraum aufheben. So. Ich meine, die Kerze wäre ganz cool, aber wir heben jetzt erstmal das Geld auf für den Engelraum. Ich weiß nicht, ob man vielleicht alle Items kaufen kann oder sich nur eins auswählen kann. Wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Ich muss jetzt erstmal den Kampf schaffen, ist klar. Aber im Prinzip haben wir jetzt ja genug rumliegen, was mir dabei helfen sollte. Also im Grunde sollte das jetzt laufen. Ja, das passt. Das passt doch schon mal. So, jetzt macht er gleich einen Abflug und dann will ich natürlich an seine Münzen rankommen. Okay. So. Satankampf. Kampf um den Engelraum. Let's go. Ich glaube, es ist doch so, solange Guppy mir noch folgt, habe ich auf jeden Fall noch mindestens ein Leben, ne? Ist es so? Ich glaube, ja. Ich glaube, sobald es weg ist, habe ich kein Leben mehr. Ich stehe hier ganz ungünstig. Gut, dass ich auch noch den, zusätzlich den Dings habe, dass wenn ich getroffen werde, dass ich Geld verliere. Nicht Geld verliere, sondern dass halt eine Münze droppt. Sehr wichtig. Sehr wichtig gerade gewesen. So. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Also, 47 Münzen. Ich meine, ja gut. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Weil jetzt werden wir das Geld erst recht behalten. Und wir kriegen jetzt Engelräume am Anfang. Wir kriegen jetzt Engelräume am Anfang. Das ist sehr gut. Wir kriegen jetzt immer Engelräume am Anfang. Wir werden jetzt richtig viel Geld behalten für die Engelräume am Anfang. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Mit 32 Münzen sollte ich da auf jeden Fall was kaufen können. Aber ihr habt es gesehen, als ich das eine gekauft habe, war das andere weg. Ne? Also das ist wirklich, man kann sich nur eins aussuchen. Okay, nee, wir müssen auf jeden Fall wir müssen alles kaufen, was es gibt. Wir müssen auf jeden Fall den Ring kaufen. So, das ist ganz klar. Jetzt überlege ich nur, ob ich ihm das Geld geben soll. Kann er, aber er könnte mir zum Beispiel eine HP abspawnen, das wäre nicht so nützlich. Ich würde es lassen. Nee, 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 wir lassen das. Guck mal, was es hier unten gibt. Tiers Up. Ich weiß nicht, ob es noch ein Tiers Up überhaupt möglich ist bei 13,34. Damage Up. Wir nehmen erst das Damage Up.
Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, das ist ja gerade mein Hauptproblem im Moment. Wir haben zwar eine richtig hohe Tiersrate, aber der Damage ist halt schlecht. Und wenn der Damage jetzt auch noch wieder gut wird... Oh, wir haben noch ein Leben. Ja, wir haben das. Wir sind im letzten Guppy-Leben. Wir sind im letzten Guppy-Leben. Aber wenn der Damage jetzt auch wieder gut wird, dann ist das ziemlich insane, was das, was die Almond Milk hier anstellt. Dann ist das ziemlich insane. Okay, drückt mir die Daumen. Ich muss halt wirklich ganz schnell das alles aufräumen und auf meine Energie achten. Ja, da war eine schöne Münze. Ich kann es nicht ändern. Lieber durchkommen und nicht sterben. Boah, das war knapp. Ich komme gerade an relativ wenig Münzen ran, die mir die Viecher droppen. Ich weiß das, ich sehe das. Aber ich kann es halt gerade nicht ändern. Besser so, als wenn ich drauf gehe. Ja, das sind richtig viele Münzen, die ich jetzt nicht bekommen habe, aber ich kann es nicht ändern. Es ist halt so. Wirklich besser so, als wenn ich drauf gehe. Okay, wir können jetzt was probieren. Ich lasse den jetzt mal ein paar Fliegen spawnen. Weil theoretisch müssten mir doch die dann noch Münzen geben, oder nicht? Ja. Schon eher ziemlich selten. Nee, das machen wir nicht. Okay. Hier ist jetzt nichts wirklich effektiv sinnvoll zum Kaufen. Sind wir mal ehrlich. Und wir wissen, was ich habe. Wir wissen, was ich habe. Wir können einen Blick in den Itemraum werfen. Es muss zwar wirklich das Geld wert sein, aber... Okay, das ist an sich schon ein cooles Support-Item. Das ist doch die Box, die mir so ein Familiar-Viech gibt pro Dings. Hier, die Buddy in a Box. Gives Isaac a random Familiar, which has a random sprite and tier effect. The Familiar will be fully randomized again upon entering and explore. Genau, genau, genau. Das würde ich mir schon mal mitnehmen. Das würde ich mir schon mal mitnehmen jetzt, ehrlich gesagt. Weil das kann schon gut unterstützen. Na, das kann schon gut unterstützen. Der wechselt auch für jede Ebene. Also der kann schon gut unterstützen. Doch, doch, das war okay. Das war okay, würde ich sagen. Das war okay. So. Ah, da waren so viele große Münzen. Leider kam ich nicht ran. Aber das Ding ist auch, wenn jetzt kein Engelraum kommt... Mama mia. Wenn jetzt kein Engelraum kommt... Dann wissen wir ja, wir kriegen auf jeden Fall die Stairs wieder beim nächsten Mal. Dann gehen wir auf... Also wir gehen auf gar keinen Fall in den Satan-Deal. Wir gehen auf gar keinen Fall in den Satan-Deal. Wir gehen nur in Engelräume... Und wenn wir über das hier keinen Engelraum kriegen... Okay, ganz gefährlich, dass der nochmal hier seine Scheiße gedroppt hat. Habe ich gar nicht realisiert. Habe ich wirklich nicht richtig realisiert. Ganz gefährlich war das. Aber ich sag's nochmal. Wenn hier jetzt kein Engelraum droppt, na, dann gehen wir sowieso über die Stairs nächstes Mal. Aber den Engelraum hier würde ich natürlich trotzdem mitnehmen wollen, falls jetzt einer kommt. Das soll jetzt auch kampftechnisch, sollte das jetzt eigentlich laufen. Wow, raus da! Das war kritisch. Okay, es liegt gerade keine Münze mehr rum. Ich habe scheinbar alle Festmünzen aufgehoben.
Droppst du eine Münze? Nee. Droppst du eine Münze? Nee. Droppst du eine Münze? Nee, also droppt nur am Ende eine Münze. Er ist schon ein bisschen kritisch gerade so, gedanklich für mich. Weil ich jetzt halt nicht draufgehen will, logischerweise. Aber wir kriegen das hin. Warte mal ab, du gib mir mein Geld. Oh mein Gott. Engelraum. Okay. Ich weiß ja nicht, was im nächsten Engelraum kommt. Wir haben jetzt schon Dings. Wir haben jetzt schon den, dieses Halo. Halo, Quatsch. Diesen Schweif haben wir schon. Ist der Schweif ein Seraphim, Dings, Verwandlungs-Item? Ist der Schweif ein Verwandlungs-Item? Muss ich ganz kurz nachgucken. Moment, der Schweif war hier. Nein, zählt nicht. Okay. Weil nämlich der Engel, den ich jetzt hier kaufen kann, der ganz links ist, der zählt als eines. Und er ist halt ein Orbital gleichzeitig. Den würde ich mitnehmen. Den Guardian Angel würde ich jetzt am ehesten mitnehmen. Das Rosary ist halt ein Tears, aber das ist nicht so nützlich. Und die Soul Hearts ist auch nicht so. Und es kommt mehr Bibel dann in die Item-Pools. Das will ich eigentlich gar nicht. Und naja, die Lanze ist die Lanze. Ich würde den Guardian Angel mitnehmen und hoffen, dass ich dann immer noch genug Geld für das Ding habe, was kommt. Aber der Guardian Angel ist schon wichtig. Der ist schon ganz nice. Der ist schon ganz nice. So. Hier ist nichts mehr. Hier ist effektiv. Ich habe eine Bombe. Ich meine, ich könnte auf Glück einen Geheimraum suchen. Aber, nee, komm. Okay, noch ein bisschen Geld geholt. Ich hoffe halt, dass jetzt nicht zwei Items oder so da liegen und die teurer sind oder sowas und ich mir es nicht mehr leisten kann. Dann bin ich super mad. Wenn ich mir das, was jetzt kommt, nicht leisten kann, bin ich super mad. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt da oben? Okay. Also es kostet immer 15. Es ist voll in Ordnung. Es kostet immer 15. Damit bin ich voll zufrieden. War leider nicht das Sacred Heart. Halo. Okay, wir müssen unbedingt Halo kaufen. Okay, wir werden mal gleich mal versuchen, an die Truhe hier ranzukommen. Mit eventuellem Geheimraum. Kein Geheimraum. Nice, nice, nice. So, brauche ich nur noch 3 Münzen und kann mir Halo kaufen. Das ist sehr gut, weil Halo ist jetzt... ich werde es nicht sofort kaufen. Halo ist jetzt meine Rettung. Meine letzte Rettung. Wenn ich nochmal meine Leben verliere. Okay, das ist auch cool, weil das sich immer wieder auflädt. Das werde ich mir auch holen. Aber Halo ist jetzt meine letzte Rettung, wenn ich nochmal mein Leben verliere, weil ich dann nochmal ein HP ab habe. Das ist dann mein letztes HP ab, dann bin ich wieder ganz normal sozusagen unterwegs. Als hätte es Dead Cat nie gegeben. Aber wir wollen jetzt natürlich trotzdem nicht riskieren, ihr das Leben zu verlieren, ne? Das ist klar. Bevor ihr mich falsch versteht. Oh Mist, ich habe den 20er nicht bekommen. Aber es ist in Ordnung, ich muss damit leben. Besser als draufgehen. Besser den 20er und so weiter nicht bekommen, als drauf zu gehen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe die Münzen, ich habe viel zu viele Münzen. Ich wollte die nicht einsammeln. Liegen wieder Münzen oben? Ja, eine liegt oben wieder. Ach, diese scheiß Dinger, ne?
Ah, ich hasse die, weil es überall die Dinger sind und ich krieg die nicht weg. Weil ich so viel schieße, dass die ganze Zeit getroffen werden und dann nicht aufgehen. Ah, das ist jetzt richtig dumm. Okay, einer ist weg. Ich muss an der Nähe vom Geld bleiben. Ich muss in der Nähe von meinem Geld bleiben. Ah, da liegt schon wieder irgendwas Krasses rum, Mann. Ich komme nicht ran. Das ist so kacke. Ich könnte so viel mehr Geld haben. Ich bin echt schlecht im Geld einsammeln. Aber wir kommen dafür durch. Wir sind durchgekommen. Wir sind durchgekommen. Es ist okay. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wir sind durchgekommen. Okay. Ich kaufe mir trotzdem jetzt nicht sofort Halo. Wie gesagt, Halo ist meine Rettung, falls ich hier drauf gehe. Den anderen kaufe ich mir auch nicht. Ist alles Quatsch. Ist alles Quatsch. Ich kaufe mir jetzt aber ihn hier. Weil ich habe kein Spacebar-Item und ich meine, warum nicht? Ne? Warum nicht? Der lädt sich immer wieder auf, der hilft mir. Warum nicht? Shit! Das war genau der Punkt. Aber jetzt kann ich Halo holen. Na, aber das war genau der Punkt für Halo. Genau das. Genau das. Das lief zwar absolut nicht so, wie es sollte. Ich wollte eigentlich schon meine Energie behalten, aber so ist es halt. So ist es halt. Okay, 24 Münzen. Satankampf. Hier ist nichts mehr, was ich kaufen will. Let's go. Okay, wir haben die zwei. Wie stelle ich mich jetzt am blödsten hin? Die können ihre Position ja nicht wechseln. Treffe ich den da unten so besser? Ein bisschen. Die sind halt super gefährlich. Oh Gott, das geht nicht gut, Leute. Ich habe ein ganz ungünstiges Gefühl hierbei. Mal hier rüber. Ich glaube, hier bin ich safe. Safer. Ja, hier hab ich mehr Platz zum Ausweichen. Das ist das Ding. Erst den einen erledigen. Jetzt muss ich warten, bis die Scheiße da wieder wegkommt. Der ist gleich weg. Aber dann muss ich sein Geld holen. Nice. Und jetzt sind oben noch erledigen. Wow, das war kritisch. Weil die hätte so zerfetzen können, dass die mir Schaden machen. Nochmal ein Halo-Raum. Ein Halo-Raum. Ein Angel-Room. Das Schild würde ich tatsächlich mitnehmen. Das Schild würde ich mitnehmen. Ich meine, es schützt mich. Es wehrt mich ab.
Doch, 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 doch. Ich muss vor jedem Treffer mich schützen. Ich muss mich vor jedem Treffer schützen können. Nee, 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 das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Nee, 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 nee. Definitiv. Okay. Ich meine, normalerweise kommt sowieso nur ein Item. In der Staircase. Erst nochmal schön Kohle hier geholt, okay. Normalerweise kommt sowieso nur ein Item. Das ist schon der Holy Mantle, ne? Dann müsste ich damit ja in den Stachelraum reinkommen. Nicht, dass ich es jetzt verwechsel. Ne, es ist nicht Relic, es ist der Holy Mantle. Der leuchtet, der strahlt so aus, das ist der Holy Mantle. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und ist auch ein Item für die Seraphim-Transformation. Sehr gut. Und das andere wäre auch cool, aber da wir jetzt natürlich nicht, nützt uns jetzt nichts. Aber jetzt würde ich mal interessieren, ob das jetzt eins weggeht, wenn ich mich hier für eins entscheide. Nein, also hier hätte ich jetzt beides holen können. Und wir sind Seraphim geworden, wir können jetzt fliegen. Auch das ist cool. Okay. Okay, also es müsste jetzt eigentlich funktionieren, dass ich da reingehen kann. Ich werde es probieren. Ach so, jetzt kann... Ja, wegen dem Fliegen sowieso. Ja, okay, mehr Fliegen für mich. Mehr Fliegen, die fliegen. Cool. Und jetzt müsste eigentlich der Holy Mantle aktivieren und mir keine Münze abgezogen werden. Okay. Gut, 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 gut. Was will ich hier kaufen? BFF will ich hier kaufen. BFF will ich hier definitiv kaufen. Und das ist, glaube ich... lasst mich ganz kurz nachgucken, was das Viech macht. Lasst mich ganz kurz nachgucken. Daddy Longlegs. Genau. Das will ich auch haben. Das will ich auch haben. Daddy Longlegs auf jeden Fall auch. Okay, beides ziemliches Muss-Kauf haben. Dings. Aber jetzt erstmal durchhalten. Der Schild ist super gut. Ich könnte mich eigentlich in die Ecke stellen und hoffen, dass es gut geht. Das könnte ich vor allem dann machen, wenn ich Daddy Longlegs habe. Na, dass ich mich in die Ecke stelle und hoffe. Aber da... Oh, es wird so kritisch. Ich werde es versauen, Leute. Ich werde es versauen. Ich kenne mich. Ah, das ist jetzt genau das, was ich meinte. Gott. Wir sind an dem Punkt, wo es so viel los ist, dass ich es nicht schaffe, die Münzen alle einzusammeln, die ich einsammeln könnte. Nein! Es geht so schnell. Es geht so schnell. Okay, 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 ich geb's auf. Aber ich bleib dabei. Man kann mit Lost ziemlich durchracen. Mit guten Voraussetzungen kann man mit dem ziemlich gut durchracen. Nine Cat war eine sehr gute Voraussetzung. Nine Lives. Dead Cat. Trotzdem möchte ich mir im nächsten Part den nächsten Tainted-Charakter anschauen. Ich möchte mich jetzt nicht an Lost aufhalten, weil mit Lost würden wir, glaube ich, eine Weile sitzen. Das kann gut gehen, es kann schief gehen. Sowas wie Steam Sale am Anfang bekommen wäre insane. Aber auf Steam Sale rerollen ist halt auch wieder ewig lame und, ne? Ist jetzt ärgerlich. Ist jetzt echt ärgerlich, dass ich so schnell dann doch hier drauf gegangen bin. Ich bin einfach nach wie vor zu schlecht im Ausweichen. Es ist traurig. Es ist traurig. Das hätte hier was werden können. Das hätte hier was werden können. Danke fürs Zuschauen und tschüss.